So, dann wünsche ich allen einen schönen Abend. Ich melde mich hier zurück beim JFT Live Trading TV, jedoch mit einer Aufzeichnung. Der DAX konnte heute noch bis auf 9.550 ansteigen, bevor er dann einen kleinen Rückschlag erhalten hatte. Der Rückschlag war geschuldet hauptsächlich durch den Nasdaq. Hier gab es das Kaufsignal bei 4020 Punkten, wurde von den Marktteilnehmern, der Index regelrecht nach oben geprügelt und erreichte heute zur Börseneröffnung ein Hoch von 4212, also fast 200 Punkte. Da ist es nicht verwunderlich, dass es dann irgendwo hier, habe ich schon gestern gesagt, an der 4200er Marke wahrscheinlich zu Gewinnmitnahmen kommt. Aber sicher war es nicht, weil hier oben wegen Übertreibungsphase wäre auch noch ein Anstieg bis 4250 möglich gewesen. Allerdings, was ich gestern definitiv betont habe, hier die Kursziele von den Internetwerten wurden eben nahezu alle erreicht. Hier hätte es ein Stück länger steigen können, eben bis zu dieser Kante. Die Aktie hat halt die Kante hier fast früher getroffen. Es waren dann hier gerade mal 2 Dollar Unterschied nur und dann gab es den Abverkauf. Also hier war einfach die Oberkante des Rainbows, hier das Kursziel, beziehungsweise hier, aber wenn es halt ein Stück früher ist, wenn es ansteigt, dann kann das auch ein Stück früher da sein. Aber ich habe hier schon lange auf Gewinnmitnahmen eben mehr oder weniger gepocht. Genauso wie hier. Hat heute ja exakt dann das Kursziel erreicht. Plus 1 Dollar. Die Amazon. Und bei der Apple, da wurde ein größeres Kursziel. Beziehungsweise hier ist es auch noch eine wichtige Unterstützung. Der Stoppkurs ist in die Gewinnzone gezogen worden. Ob das jetzt hier... Eventuell wird man auch ausgestoppt, aber hier war ein größeres Kurspotenzial da und das hätte auch genutzt werden können, würde jetzt Apple endlich eine positive Unternehmensmeldung bringen, wie jetzt zum Beispiel wirklich vielleicht einen Einstieg in die Automobilbranche oder ein anderes Produkt mal bringen. Denn sie brauchen halt neben dem iPhone eben einen anderen größeren Umsatzbringer noch. Beim S&P 500 Index, bevor wir zum DAX kommen, wollte ich den S&P 500 Index nochmal zeigen. Hier wurden 3 fette Tageskerzen produziert und hier dürfte spätestens, wenn der Index nochmal die 1900 Punkte Marke erreicht, nochmal was nach oben kommen. Also hier die 1900 Punkte Marke beobachten und im Nasdaq vielleicht sogar die 4100er Marke. Sollte also hier der Index diese Zonen erreichen, wird eine Long-Position aufgenommen. So, dann haben wir hier den US-Markt fertig. Kommen wir kurz zu den einzelnen Werten, die sehen im Moment gut aus. Die Wochenkerzen auch bei der Allianz. Von hier, von den Chartbildern, dürfte nicht mehr groß erstmal Verkaufsdruck kommen. Deshalb bietet sich auch hier nochmal ein Einstiegsszenario an. Heute Morgen kam er eben nicht auf diese Trendlinie hier mehr zurück, sondern zog eben durch. Und sollte es hier morgen okay, wir sind hier ja eben beim JFT Brokers. Gut, wird hier auch gegen 10 Uhr etwa dann sein, 10 Uhr, 11 Uhr. Gut beobachten, ob wir bei 9.350 bis 80 stehen, 9.380, ja.
Und da könnte man oder sollte ich da am Rechner sein. Wir haben aber morgen eine Sitzung. Aber ich schreibe es vielleicht dann einfach nur Kauf etc. rein. Eine lange Analyse wird sowieso nicht. Das Chartbild habe ich ja jetzt hier gezeigt. Also trifft der DAX auf 9.370 Punkten auf. Wird eine Long-Position aufgenommen, aber man muss hier schon, auch wenn es natürlich nicht so weit runtergehen sollte, rund, ja, vielleicht sogar ein bisschen mehr als 100 Punkte Spielraum erstmal nehmen. Oder man setzt vielleicht einen engen Stopp, lässt sich dann vielleicht ausstoppen und kauft sich unten weiter rein oder dann immer eben im kurzfristigen Chartbild, dann sollte es eben so passieren. Dann kann man sich auch ein paar Trendlinien zeichnen und dann eben prozyklisch wieder einzusteigen. Also es gibt es mehrere Varianten. Ich werde mir einfach die Variante rausziehen, großzügigeren Stopp, der eben dann mindestens 100 Punkte, 120 Punkte tiefer gesetzt wird, am besten sogar hier rund 150 Punkte. Da dürfte morgen auf keinen Fall ein Spike nach unten passieren oder diese Marke. Im Prinzip sollte natürlich hier schon die 9.270 halten und dann wären es eben 70, 100 Punkte. Also auf Schlusskursbasis kann man auch diese Marke nehmen. Das war's, bevor meine Stimme wieder versagt. Danke fürs Zuhören und bis morgen.